Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Ja, ich bin gerade erst aufgewacht und deshalb höre ich mich wahrscheinlich immer noch so ein bisschen blöd an, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, Lieder der Rückkehr, heute Band 7. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das jetzt trotzdem daran anknüpft oder ob das jetzt vollkommen woanders einspringt. Ich habe keine Ahnung. Aber gut. Lieder der Rückkehr, Band 7, die Geschichte von Jorvaschka. Was war denn nochmal Jorvaschka? Der Name sagt mir was, aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Als Sartal endlich zurückerobert und wieder in der Hand seiner rechtmäßigen Besitzer war und in die blutrüstigen Elfen in ihre hochgelegenen Städte getrieben worden waren, wandte sich der große Yskramor um und ließ den furchterregenden Kriegesruf hören, der über alle Ozeane hallte. Wer von den 500 noch aufrecht stand, fiel in den Siegesgejubel und die Klänge um die gefallenen Gefährten ein. Es wird erzählt, dieser Schrei sei bis zu den fernen und sich abkühlenden grünen Küsten Atmoras zu hören gewesen, und so hätte die Vorfahren gewusst, dass ihre Zeit gekommen war, das Meer zu überqueren. Als der Nachhall sich legte und Stille einkehrte, sahen alle auf Yskramor, der das gesamte Wutrad trug, und warteten auf seinen nächsten Befehl. Mit seinen Lungen, die Wut der Menschheit hervorbrüllte, befahl er ihnen weiter zu marschieren, damit die türkischen Meer den Schrecken erleben, den sie mit ihrer Hinterlist über sich selbst gebracht hatten. »Geht hinaus«, brüllte er, »geht mitten hinein in dieses neue Land, vertreibt die abscheuliche Brut aus den Palästen ihrer Müsigangs, verdammt sie zu Elend und Frohn, damit sie ihren Verrat als die Allsünde gegen unsere Art erkennen, zeigt keine Gnade, erweist ihnen keine Freundlichkeit, denn das würde auch sie nicht tun.« Diesen Befehl gab uns großer Ahne, da er die Prophezeiung der Zwillingsschlange noch nicht verstand, dass es sein Schicksal sein würde, zu sterben, bevor er das wahre Schicksal seines Geschlechts sehen würde. Als sie dies hörten, versammelten die Kapitäne ihrer Mannschaften um sich. Von hier, so beschlossen sie, werden wir losziehen. Die Mannschaft jedes Schiffes soll ihren eigenen Weg gehen und ihr Schicksal unter der Sonne suchen. Eine Nacht lang wurde der Sieg gefeiert und der Eid der Gefährten erneuerte, bei dem jeder der 500, so nannten sie sich immer noch zu Ehren der Schilde, die bei Sartal zerbrochen waren, schwor, jedem aus der Admorallinie gegenüber als Schildbruder und Schildschwester zu handeln, falls sich ihre Pfade erneut kreuzen sollten. Als die roten Finger der Morgenröte aus dem Osten hervorragten, brachten die 500 Gefährten von Yskramor auf und begannen ihre Reise. Nun segelten sie statt mit Schiffen mit ihren Füßen weiter über das Land, über Wellen aus Stein, zwischen Wellenkämmen aus Bäumen. Als erstes trennte sich von der masserlosen Flotte die Mannschaft der Jorvaske, die aus den engsten Freunden Yskramors bestand. Ihr Kapitän war bekannt als Cheek vom Fluss, so genannt vom Herold, selbst in ihrer ruhmreichen Jugend. Als er ihr glitzerndes Schiff zusammenstellte, versicherte er sich der Hilfe von Menro und Manwe, die nun das Holz aus ihrer Heimat über dieses neue Land von Tamriel trugen. Zu den wildesten gehörten Thysnal, der zweimal benannte, und Ter, sein Zwilling und Schildbruder, dessen Umfang niemals in seiner Gegenwart erwähnt würde. Es waren noch weitere in ihrer Gruppe, Maxim der Geher, Brunel, der mit seiner anderen Hand kämpfte, und Just der Lächler. Diese und andere waren Cheek verpflichtet und sie drangen in die Schatten vor, die die Sonne noch nicht erreicht hatten. Sie wandten sich nach Süden, auf Reittieren und zu Fuß. Sie stießen auf Elfen, doch es sind keine übrig geblieben, um vor diesen Schlachten zu berichten. Die Zahlen der Jorvaska änderten sich niemals, so klug verhielten sie sich in der Schlacht, mit einem Verstand so scharf wie ihre Klingen. Einmal, als die Sonne von hoch oben brannte, kam Yonda, der Winzige, der Vorweg rannte, über den Hügel, um zu erzählen, was er gesehen hatte. Inmitten einer gewaltigen Ebene hatten seine Augen ein Monument eines Vogels erblickt, dessen Augen und Schnabel in Flammen gefüllt waren. Als seine Brüder und Schwester über den Hügel kamen, sahen auch sie den prachtvollen Anblick, doch sie fürchteten sich, denn bis zum Horizont war keine Elfensiedlung zu sehen. »Aber das passt nicht zusammen«, sagte Klube, der Loate genannt wurde, wenn er sein Gesicht versteckte. »Ist dieses weite Land nicht reif für die Ernte? Warum haben die Elfen, die niederträchtig sind, bis ins Mark es nicht ausgebeutet und gezähmt?« Sie fragten ihren Elfengefangenen, denn davon hatten sie viele, was ihnen an diesen Ebenen missfiel. Doch selbst diejenigen Gefangenen, die noch im Besitz ihrer Zungen waren, wussten über das Tal nichts zu sagen. Sie sahen voller Furcht auf den geflügelten Koloss, der aus ihrem Geschwätz erfuhren, die Krieger der Jorvaske, dass er älter noch als die Elfen selbst war. Von denen, die ihn aus den Muttersteinen gehauen hatten, wusste niemand zu berichten, aber es war bekannt, dass er über eine Magie verfügte, die fast so alt war wie die Nieren selbst, ein Überbleibsel der Bemühungen der Götter, in Mundus ein Paradies zu errichten, bevor Lorkhan zerstört wurde.
Diese ersten von vielen, diese Mannschaft der Jawasker, Heiden und Vorfahren von uns allen, fürchtete keine Geschichten oder Götter. Ja, wenn es etwas gab, was die Elfen fürchteten, dann würden sie es sich zu eigen machen. So begann von neuem die Arbeit von Menro und Manwë, deren eifrigen Hände erneut das Holz von Admora bearbeiteten. Das sie alle über das Meer gebracht hatten und was ihr Schiff gewesen war, wurde zu ihrer Zuflucht, als dieses Tal zu ihrem Land wurde bis zum Ende ihrer aller Tage. So begann der Bau der großen Stadt, umgebend von dem Lauf des Weißflusses, begonnen von diesen geliebten Gefährten Yskramor von nur 22 der ruhmreichen 500 Gefährten. Heißt das, dass es Weißlauf? Das heißt ja eigentlich Jawaske. Das muss ich jetzt, kurz mal nachgucken, Leute. Das will ich jetzt nachgucken. Wo ist Jawaske? Es muss ja irgendwo am Weißlauf sein. War das Jawaske? Das ist Flusswald. Ich meine, Jawaske. Helgen? Jawaske war doch das hier, oder? Ne, das war Iverstadt. Das hier? Rorikstadt? Okay. Jetzt bin ich doch ein bisschen überfordert. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich habe keine Ahnung. Also wieder Rorikstadt. Ja, gut. Drachenbrücke. Aber das muss ja am Weißlauf sein. Das haben wir ja selbst gesagt. Kadwarsten. Ja gut, ich kann ja mal nachgucken, wo das ist. Das war Helgen. Ich habe das auf jeden Fall schon erforscht, meine ich. Der Name sagt mir so einiges. Aber gut. Ja gut, ich kann ja mal gucken, wo das ist. Und dann kann ich es euch im nächsten Part zeigen, falls ihr es selbst nicht mehr wisst. Und jo! Wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. War wieder leicht reinzukommen eigentlich. Ich will nicht sagen, dass das nicht direkt die Nachgeschichte davon war, aber es ging wieder um Yskramor, das war klar. Sein Sohn war diesmal nicht dabei, aber man hat doch trotzdem doch wieder reingefunden. Ja, fand ich ganz gut. Ich hoffe, dass man im nächsten Part auch wieder so einfach reinfindet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, hoffe ich mal. Und ja, ich sage bis dahin, tschüss.